Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich habe hier ein bisschen mir was zurechtgelegt. Ich weiß nicht so ganz, wohin mit mir heute, was ich basteln möchte. Ich muss erstmal zur Seite. Was ich basteln möchte, ob ich überhaupt was machen möchte, ob ich filmen möchte oder nicht. Jetzt habe ich eine gute halbe Stunde hier an meinem Schreibtisch gehockt und ja, habe gedacht, ich mache einfach jetzt mal ein bisschen ohne was zu denken. Und habe hier auch schon ein bisschen was vorbereitet. Oh, ich ziehe das hier mal rüber. Weil ich ja in dem einen Action Hall auch gezeigt habe, was ich mit diesen Embossing-Stickern vorhatte. Nämlich diese, ja, habe ich ja diese Karte hier gezeigt. Ich glaube, das war die. Und habe da ein bisschen weiter dran gearbeitet. Und habe gedacht, na, jetzt hast du jetzt so einzelne Doppelseite. Also so schaut die andere Seite aus. Das war die erste. Und dann habe ich noch eine zweite, weil ich so Lust hatte. Die sieht so aus. Und da das Licht flackert. Wenn ich es ganz ausmache, ist dunkel. Ja, so geht es vielleicht. Und halt auch die andere Seite mit so einer Tasche. Ja, und habe gedacht, irgendwie muss man das jetzt zu einem Album zusammenfügen. Eigentlich waren es jetzt ja nur so. So Karten, aber ja, irgendwie ist da jetzt doch ein bisschen mehr draus entstanden. Ich habe jetzt da so ein paar verschiedene Lagen genommen. Also sprich, das ist Designpapier vom Action 31x30 Block aus irgendeinem, weiß ich jetzt nicht mehr. So schaut es im Original aus. Gab es foliert und unfoliert, glaube ich. Ja, die eine Seite, da habe ich dann halt einfach so einen Emboss-Sticker oder eigentlich drei drauf gemacht. Eigentlich waren sie weiter drüben, aber ich habe jetzt mir gedacht, ich nehme das hier zum Knicken. Habe dann ja mit dem alten Rest Stück vom Aquarellblock habe ich mir so eine Tasche geklebt, da drauf ein Stück Spitze, auch mit Distress Inks. Also nicht mit den Oxides, sondern mit den Inks eingefärbt in Grün und Braun, also ich glaube Espresso und Florn oder irgendwas. Dann nochmal eine Katze von so einem anderen Block vom Action mit diesen Die-Cuts, eine Katze drauf und habe dann zwei so kleine Tags, das ist noch nicht fertig. Einmal so eins, schreibt mir, also das ist einfach auf der Rückseite, das ist was man nicht so brauchen kann, das werde ich noch gestalten. Aber halt die Linien fand ich gut, auch eingefärbt mit, ich weiß gar nicht, T-Dye oder ja, irgendwas halt von den, ich glaube aber, das war diesmal Oxide. Also mal Oxide, mal Ink, je nachdem. Und die hatte ich auch noch gefunden in so einem anderen Block. Da sieht die Seite so aus. Ich möchte aber die Seite verwenden, also da kommt noch was drauf. Und das habe ich jetzt mal so als Einleger für die Tasche. Ja. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist eine Aquarell, als Aquarellpapier bestempelt und bemalt. Das ist hier von diesem Canvas-Papier, habe ich einen Streifen, also da hatte ich doch mal getestet, die Stencils ganz am Anfang und ja, habe das einfach mir dann so zurechtgezogen, dass ich das halt so längs hatte. Wie gesagt, bestempelt. Das ist noch ein Stück auch Cardstock, wo ich mal was gebastelt habe und habe das ein Stück auseinandergerissen. Und das sind wieder die Tags und einfach so ein Faden, wie heißen die jetzt? Das ist ein Stickgarn in Grün. Einfach dran gemacht und wie gesagt, das andere sind Stempel. Das zeige ich euch im Laufe der Zeit. Das habe ich hier ausgerissen, glaube ich, habe ich euch auch gezeigt. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Mit irgendeinem Lineal habe ich es gerissen. Ja, und dann halt auch zusammengeklebt beide Seiten. Und die Seite, wie gesagt, hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Da habe ich dann noch so ein bisschen mit dem Foilpen hier noch gearbeitet. Ein bisschen was drauf gemacht. Das hatte ich auch mal als Probe mit dem Schablonierset. Das habe ich dort einfach damit draufgeklebt. Auf so eine. Auf ein kariertes Blatt einfach. Das habe ich jetzt hier angerissen. Und auf der anderen Seite sieht es so aus. Das ist auch ein Embossed-Sticker und der auch. Und den Hintergrund habe ich mir auch eingefärbt in grün-braun mit den Oxides und Inks. Und habe mir diesen
Dieses Gekrickelte praktisch, das würde ich euch noch zeigen mit dem Vollpen, hat Vollpen nochmal gemacht. Ja, dann habe ich unten einfach so ein Stück Washi-Tape, weil es mir zu labbrig war. Und dann war es eigentlich fertig und jetzt wollte ich es aufkleben und habe das dann hin und her gebogen und fand das hier noch zu unstabil und habe es jetzt einfach noch mit gelbem Washi-Tape, was ich hier hatte. Also mit diesem Washi-Tape habe ich das jetzt, bin ich ein paar Mal rübergegangen, dass es ein bisschen Stabilität hat. Das soll ja so ein bisschen so ein altes Kinderbuch irgendwie so Journal erwerten. Also sehr mit diesen Figuren. Ja, und habe jetzt hin und her überlegt und habe jetzt gedacht, ich mache das jetzt so, dass ich jetzt ein DIN A4 Blatt genommen habe. Also ich habe mir da mal beim Teddy gab es mal für 55 Cent statt für 1,50 so einen Block. Und da habe ich mir jetzt einfach, weiß ich mal einfach die Seiten raus. Das ist jetzt so eine Seite. Und da habe ich Papier drauf geklebt, was hier schon eingerissen war. Das ist aus diesem Paper Pad oder auch Collection. Das ist ja vorne immer so mit so einer Banderole fest und das hat da so festgeklebt. Da habe ich gedacht, naja, für was benutzt man es denn, wenn es so eingerissen ist, und habe gedacht, naja, aber das so schlecht ist es nicht. Habe es halt jetzt draufgeklebt auf das DIN A4. Auch da soll halt ein bisschen verwarzt aussehen, ist auch da nicht ganz gerade. Habe auch aus diesem gab es diese Streifen, habe ich mir hier eins draufgeklebt, weil ich das mit dem Grün ganz schön fand. Und werde das dann, wenn ich das jetzt komplett habe, also die Grundseiten komplett habe, dann werde ich mir die da so festnähen, dass sich so aufklappen lässt. Und ja, da genauso. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich es da gebrochen, aber eigentlich sieht das schon wieder cool aus. Aber ich werde es nicht so weiß lassen. Ja, und dann, wenn man sich das dann so vorstellt, ist das halt eine von den Seiten, die man so aufklappt. Dann wird da noch was gestaltet, dann kann man da die Maus. Also hat man die Seite, dann kann man es aufklappen, dann ist die Seite, dann hast die Seite, so, und dann geht es halt in dem weiter. Ja, und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt weiter, und habe erstmal einen Pott Kaffee gekocht. Also ich bin keine Kaffeetrinkerin, aber ich habe noch so Espresso, so eine, wie nennt man die denn da, so eine Hüllen drin, so wie man Zucker auch kriegen kann. Und habe erstmal jetzt da so so eine Instant-Kaffeeteile da mit kochendem Wasser, dass ich hier was zum Malen habe, zum Veraltern habe sozusagen. Und ja, habe mir dann auch noch, ist schon ein bisschen trocken, habe mir hier zwei so eine Postkarten schon ein bisschen eingefärbt, ist noch ein bisschen feucht, aber geht schon, die kommen dann nachher auch mit rein. Die sind auch aus diesen Blöcken, also eigentlich habe ich jetzt ein bisschen geguckt bei dem Block und wie gesagt bei dem Block, was man da so nicht so unbedingt, was ich nicht so brauchen kann, und so eine Karte, also mit diesen englischen Schriften, das nervt mich halt, aber die Seite kann man gut nehmen, das heißt, die Seite kann man was anderes drauf machen oder drauf kleben, und das ist eben aus diesem Grün, da ist es eine kleinere Postkarte, und ja, die habe ich jetzt erstmal mit Kaffee eingefärbt. Das riecht hier richtig gut nach Kaffee, obwohl ich jetzt, wie gesagt, keine Kaffeetrinkerin bin. Ich habe mir jetzt hier schon so ein paar Sachen, die ich da brauchen konnte, hier ist schon so rausgerissen. Praktisch ist auch diese Seite, also das nicht unbedingt praktisch, also das ist für kürzere Sachen, aber es gibt hinten, wo man diese Seite zum Beispiel, das müsste man sich ausschneiden. Und statt es auszuschneiden, möchte ich gerne dieses verwenden und habe das rausgerissen schon. Und auch, schon mal so ein bisschen mit Kaffee eingefärbt. Also das ist die andere Seite. Das habe ich mir schon so ein bisschen mal ausprobiert mit. Ich habe hier noch dieses, das ist eigentlich ein super altes Distress-Teil, was ich irgendwie gerne mal aufbrauchen möchte. Und habe dann damit schon angefangen, das ein bisschen zu verschmieren. So, kann jetzt ein bisschen abwischen. Ach, das riecht hier nach Käffchen.
kriegt doch Kaffee draus. Da fliegt das schon runter. Und das ist nochmal so eine. Nee, das ist ein anderes Regenbuch, aber das habe ich auch eingeschmiert mit dem und mit Kaffee. Ist aber alles, wie gesagt, in der groben Vorbereitung. Es bleibt alles nicht so, wie es ist. Noch nicht. Und ja, wie gesagt, dann, dass man es falten kann dann und praktisch dann auch wieder eine Seite hat, die man dann gestalten kann. Und genauso mit der halt auch. Also ich könnte es auch genauso gut hier drauflegen und da meine Seiten nachher, also wenn man das dann so ausschlägt. Ja, da seht ihr, also das sind Seiten, die muss man dann natürlich verschönern. Aber so soll es dann irgendwie im Groben aussehen. Ich muss es ja nachher erstmal binden. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ein paar Grundseiten mir zurecht dröseln, so wie ich das gerne hätte. Und ja, zum Beispiel jetzt färbe ich das hier einfach auch ein bisschen ein. Also ohne irgendwie sich da groß Gedanken zu machen, kann man da so ein paar Sprenkel drauf machen. So. Und dann muss das einfach wieder, also man kann es so ein bisschen hin und her schieben, so dass es läuft. Und dann muss es halt trocknen. Und da kann jetzt auch die andere Seite. Dann kann das auch trocknen und zur Seite legen. Ja. Oh. Das, wie gesagt, ist hier so ein altes Zeug. Da kann man noch ein bisschen rumschmieren mit. Kann man aber auch noch andere Farben. Aber jetzt muss ich gucken, wie ich das dann gestalten will. Dass ich das noch bearbeite, dass ich da tatsächlich so eine Briefmarke drauf mache oder so, aber das schaue ich mir später an. Das kommt jetzt erstmal da rein, wo ich noch so meine Sachen habe, die ich benutzen möchte. Ja, dann habe ich natürlich auch Backpapier. Das sind Backpapier-Zuschnitte. Und dann müsste ich das natürlich zuschneiden. Erstmal das wegmachen, was ich jetzt hier nicht brauche. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich. Jetzt habe ich das wahrscheinlich alles auseinandergepflückt. Das muss jetzt erstmal trocknen, also auf die A4 Seite. Das ist ja hier so eine DIN A4. Das reiße ich mir jetzt hier einfach ab. So. Und dann einmal falten. Dann noch mal eine Seite, wo man das so aufmachen kann. Also man kann es auch dahin. Also wie es nachher zusammengebaut wird, das entscheide ich dann später. Also wo die Seiten hinkommen, das könnte ich ja eigentlich direkt auch mal ein bisschen mit Kaffee einfärben. Schon mal. Rausnehmen. Okay.
trocknen. Auch ein bisschen veraltern. So. Und dann kann das auch trocknen. Ja, also dann wieder Butter, Brotpapier, Butter bei die Fische. Was ich auch noch gekauft habe irgendwann mal, ist ja dieses Faserpapier, wo ich mir überlegt habe, das wäre jetzt auch prima. Also das gab es auch mal beim Teddy. Das ist auch hübsch dafür. Und das werde ich mir jetzt auch, hoffentlich geht das mit dem Reißen da. Ja, das muss ja nicht so ordentlich sein. Das ist ja ein altes Kinderbuch. So. Und je nachdem, wie viele Lagen ich will, das muss ich mir noch überlegen, werde ich dann nochmal was reißen. Und dann kann man das auch da zum Beispiel drauf nehmen. Falten und dann hat man auch wieder eine Seite. So, das ist jetzt auch schon so ein bisschen getrocknet. Das vielleicht drauflegen. Entweder mache ich das so oder so. Ich lasse es erstmal so. Und das ist noch recht nass. Wenn das dann trocken ist, ich werde das jetzt nur mal so zum zeigen, ich lege ich jetzt da so drauf und dann runter und dann kann man das halt aufklappen und kann sich seine Sachen bearbeiten. Das gefällt mir schon mal gleich gar nicht hier, dieses Zeug. Ja, das ist jetzt erstmal alles ein bisschen Kaffee und dann kommt nachher Stempelfarbe dazu. So, das ist auch nicht überall. Kann man. Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Ja, ist natürlich ein bisschen nass alles. Das werde ich jetzt gleich wieder auseinandernehmen. Ich will euch das nur zeigen. Also nicht so trocknen lassen, sonst habt ihr Klebematsch. So und so. Ich habe jetzt alles gezeigt. Und dann, wie gesagt, kann man die Seiten. Die müssen auch nicht nebeneinander sein. Ich kann auch eins da rein und ich nähe das dann nicht an. Obwohl, also doch, ich werde es annehmen, dass ich das so ein bisschen hin und her bewegen kann. Sonst wäre es ja schade drum. Ja, und so entsteht dann halt dieses alte Kinderbuch. Ah, mein Kaffee ist ungefähr. Ach ja. Das ist es wieder, ne? Der Vorführeffekt hier. Ich sag ja, ich und Kaffee. Na gut,
dann haben wir halt schon einiges gefärbt im Kaffee. Das macht nichts. Und in diesem Sinne habe ich jetzt was zu tun. Mein Kaffee zu entfernen hier. Nee, geht schon. Nur ein bisschen drauf. Nicht schlimm. Ja. Das wollte ich euch zeigen. Und wenn es dann wieder was zu schauen gibt, was Neues, was da das anbelangt, dann ja, nehme ich euch wieder mit. Jetzt höre ich auf zu putzen, verabschiede mich ordentlich und dann werde ich die Sachen ausbreiten, wahrscheinlich gleich nochmal raus in die Sonne, dann geht es am schnellsten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.